Heute gab es Fördermittel für das Gesundheitszentrum in Battenberg. Staatssekretär Patrick Burkhardt machte sich zusammen mit Akteuren der Stadt und dem ersten Kreisbeigeordneten Karl Friedrich Frese ein Bild von der Baustelle. Wir machen es, glaube ich, später nochmal richtig draußen. Ja, das guckt trotzdem mal rein. Muss auch schon das, da sein. Hülle ist unterwegs. Es ist auch kein offizieller mehr, so ein Bildbescheid. Mach ein Bildchen für den Bürgermeister, dann kann der Urlaub ein Bier trinken. Ja. Wahrscheinlich, wenn man es aufmacht, wird er mehr wie eins trinken. 53.000 Euro kann man ein bisschen mehr trinken. Ja, Herr Staatssekretär Burkhardt, recht herzlichen Dank. Sehr gerne. Wir wissen das auch zu schätzen hier oben. Wir sind als Battenberg ja eine Wohngemeinde. Wir sind ja keine Industriegemeinde. Wir sagen ja Wohnstadt, Stadtrechte von früher her. Und von daher, wenn man wenig Industrie hat, ist natürlich auch die Einnahmen ja nicht ganz so, wie man sie gerne hätte. Und von daher können wir uns natürlich trotzdem dieses Projekt, danke auch an den Landkreis, nicht nur an Sie, auch an den Kreis. Und wir wollen das gerne finanzieren, den Rest. Und wir werden das auch hinkriegen. Gar keine Frage. Ist für unsere Zukunft ganz wichtig, gerade als Wohngemeinde, als Wohnstadt, sehr wichtig, dass wir unseren Bürgern, die ja auch zum Teil älter werden oder im großen Teil älter werden, auch eine schöne Wohnstadt präsentieren können, eine sichere Wohnstadt. Wir haben eine sehr schöne Schule hier, wir haben Grund-, Haupt- und Realschule hier, den Gymnasialzweig haben wir hier oben, also von dort die Kindergärten haben wir hier in der Kernstadt. Noch sind wir mit den Ärzten gut versorgt, damit locken wir noch die Rest der Ärzte hier hoch nach Battenberg und mit einer wunderschönen Perspektive auch. Deswegen passt das einfach, ist das ganze Ding auch rund. Mit Ihrem Besuch ist der Anfang gemacht der Förderungen und Sie sind ja mit einer der Ersten nach dem Landkreis auch einer der Ersten, der mit hier bei uns sich vorstellt, unseren wunderschönen Betrag übergibt, den wir dringend auch gerne benötigen und brauchen. Dankeschön. Sehr schön. Noch eine kleine Information für Sie und einen fraktionslosen Abgeordneten. Wir haben alle Beschlüsse für dieses Projekt eigentlich von Anfang an einstimmig beschlossen. Und von daher ist das also überhaupt kein Streitthema gewesen. Sehr schön, das ist wichtig. Gerade wenn so viel Geld in die Hand genommen wird, ist das wichtig, dass die Mannschaft steht. Ja, das ist auch wirklich rund gelaufen. Da hängt ja auch im Vorfeld unheimlich viel Arbeit dran. Wie lange sind wir tätig? 3 Jahre? Mit Sicherheit. Ja, 3 Jahre inklusive Corona. Vergabeverfahren und alles Mögliche. Das haben wir alles von uns ausgemacht, vom Barber. Aber die Verwaltungskraft der kleinen Kommunen, das können die gar nicht stemmen. Ich glaube, das ist so. Also unsere Gebäudewirtschaft hat den Architekten besorgt, die Vorplanung gemacht, Fachdienst Gesundheit hängt dazwischen. Das war auch für uns jetzt eine Erfahrung, ein gutes Projekt und das habe ich immer wieder gesagt, das wird eine Blaupause werden.